Es geht weiter, stets heiter bei Pikmin 4. Abschlussbericht von Tag 31, wo wir auch Captain Olimar, befreit haben, mehr oder weniger. Aber er ist noch ein Laubling. Und das müssen wir noch ändern. Endlich haben wir Captain Olimar gerettet, oder zumindest einen Laubling, weil man sich wahrscheinlich um Olimar handelte. Toll, das will ich gezeigt, was du, was du eigentlich kannst. War sehr großartig. Dann lass ihn mal erkennen. Gut gemacht, Grünschnabel. Jetzt müssen wir diesen Laubling dann noch von seinem Belaubung heilen. Tja, wir haben leider keine Medizin mehr. In dem Fall sollen wir uns von morgen auf Expeditionen konzentrieren. In Ordnung, Michael Ochin? Natürlich. Nach den Missionen. Yeah, was gibt Schöneres? Vieles, was schöner wäre. Aber egal. Diese Trompete immer. Es bleibt nur noch Captain Olimar zu heilen. Es ist Zeit für eine weitere Nachtexpedition. Wir brauchen Leuchtesafte. Unsere Mission nähert sich wohl langsam dem Ende. Bin trotzdem gut auf euch acht. Rettungscrew, auf sie! Part 23 in das Spiel soll schon vorbei sein? Ich weiß es nicht, Gut, nach Expeditionen, wir legen direkt los. Mit drei Personen? Ne, vier sogar mittlerweile, krass. Sonnige Anhöhen, da haben wir schon alle gemacht. Der blinde Pang haben wir auch schon alle gemacht. Stille Ufer. Ich meine, ihr könnt nur nochmal hier zurückgehen, ne? Wäre langweilig. Heldenversteck. Ich stelle mir gerade ein bisschen. Stille Ufer. Ne, komm, versuchen wir hier. Risikostufe 2, 3, 4. Sehr gefährlich. Warum ist die Frage, wir haben jetzt vier Laublinge im Gepäck. Wird das nächste jetzt automatisch Olimar geheilt oder geht es die Reihenfolge nach, wer reinkam? Ich meine, Olimar natürlich VIP-Status, dass er natürlich zuerst rankommt, kann man sich ja schon denken. Leuchtsamen 49 haben wir noch. Ein Schwerterspecht. Weiß aber nur, wie das Ganze geht. Die haben doch irgendwie so ein Kugelblitz-Torpedo und so, ne? Ging der schon wieder. Der Leuchtbau ist ja hier. Ah ne, ich bin ja jetzt... Oh, das ist nicht gut. Hier, wo nur die ganzen Viecher nachher direkt hinkommen, ne? Da natürlich ein bisschen kacke. Komm ich eigentlich wieder zurück, wenn ich mal fangen darf. Ah, hier ist alles offen, okay. Kommen doch, kommen doch. Einen zweiten Leuch baut, okay. Ich bin schon mit der Kugelblitz-Torpedo. Wir gehen schon wieder. Mann! Kann ich den angucken, wenn er schon da ging? Ich weiß echt nicht mehr, sorry.
Warum steht's hier nicht? Hallo? Ah, hier, Kugelblitz. Er muss ohne Rutschen sein, ne? Aber kann ich dann dementsprechend nicht auch Ochin andere Kommandos geben? War doch irgendwie auch was. Wie ging das schon wieder? Mann! Doch genau, Herr Ochin geht jetzt mal da hoch. Hä? Wir sind jetzt dahin. Ich hab's echt nicht mehr im Griff, Freunde. Wachsamen. Ja, bin doch mal vorne. Mann, aber sie kann keine Hilfe annehmen. Na, wie ging das schon wieder? Ah, ich kann doch. Mann! Ah, das ist das Problem, wenn es zu wenig macht. Warte mal. Nochmal gucken. Die ganzen Dinger hier sind die ganzen Feinde, ist alles klar. Sind Mini-Bauten als Ablenkung. So viel haben wir davon gar nicht auf der Map. Lustig. Ne, wirklich nicht. Drückst L und R gleichzeitig. Ah, um Ochin zu werfen. Gut, das ist auch wichtig zu wissen. Kugelblitz, ja, das ist klar. Wer ist jetzt hier? Der Blaue. Nein, oh. Tasten immer. Sag mal, ich stelle mir aber gerade sehr blöd an, ne? Hä, was denn jetzt schon wieder? Der Blaue ist es ja. Gut. Aber kommt schon wieder, Freunde. Kommt schon wieder. Schön Leuchtbau hier aktivieren. So. So, jetzt kommen sie auch schon. Da denkt man sich von wegen, na, das sind doch so wenige, das setzt nicht ein Kugelblitz-Torpedo ein.
Das trotzdem zweiten Bau angreifen. So, Otschima, die noch alles klar? Jo. Ah, dann machen die den schnell platt. Wieder viel Pikmin verloren, so vor allem. Was zum? Mein Ziel klappt noch einigermaßen. So, da scheint zu klappen soweit. Einmal. Also Kreaturen zu besiegen ist eine ganz ordentliche Leistung, gut gemacht. Ja, ich weiß ja nicht, ja, haben wir eher ein bisschen doof angestellt, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Puh. Also am ersten Mal, jetzt im zweiten Mal, ja. Geht sicher auch besser. Weil ich natürlich fragen, wenn ich Otschina vom einen Ding lasse, ja, was wäre der andere besser gewesen? Ne? Also beim zweiten lasse, beim Orangenbau lasse, beim blauen halt schnell den Köder quasi aktiviere. Wir dann auf die Suche nach diesen ganzen Kristall machen, um meine Armada aufzustocken. Auf dem Teil noch relativ viele verloren. Hm. Aber eigentlich, wenn er sein soll, würde ich jetzt gerne nochmal auf eine Mission gehen. Vielleicht dann nochmal zurück ins stille Ufer. Mal vom Helden verstehe ich langsam Albträume. Zwei Kapseln. In Behandlung: Laubling und Laubling. Laubling plus Laubling gibt Laubling. Das heißt, das Spiel ist klar vorbei. Die Nachtexplosion ist beendet. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Dank Speien kann ich wieder etwas Medizin herstellen. Hihi. Sehr gut. Wir können endlich den Molly meilen. Hm.
wenn er zusammen wird, hätte ich gerne nochmal los, ihn nochmal zwei zu holen und dann ohne jemand zu heilen, aber egal. Smanel, bitte heile ihn. Weggemacht. Es ist Olimar. So Leute in den Raumanzügen. Wo bin ich hier? Fakultät? Nee, es tut mir leid, doch er muss mir noch etwas orientieren. Mein Schiff scheint abgestürzt zu sein. Ich habe Ihnen allen wohl viel Arbeit gemacht. Das tut mir aufrichtig leid. Ich stehe tief in der Schuld der Rettungscrew. Und das meine ich ernst. Oh, das hat er fast vergessen. Ich bin Olimar, Captain der großartigen Dolphin. Es ist Olimar! Fleißig arbeitender Familienmensch, der auch in seiner Freizeit alles in seinem Leben tut. Scheint Pech magisch anzuziehen. Vor allem, wenn Louis in der Nähe ist. Siehe, Pikmin 2. Und 3 Eingraucher, wer das sind. Zumindest war sie einmal großartig. Sie muss dringend repariert werden. Mein Arbeitgeber wird nicht glücklich sein. Und ihren Absturz hätten wir auch keine Schätze gefunden. Von dem Geld können wir uns ein neues Schiff kaufen. Und außerdem ist die Schifffahrt vergolden. Yeah, man. Vergolden? Auf gar keinen Fall. Die Schifffahrt würde selbstverständlich in Chrome viel besser aussehen. Der aus Fire Emblem. So, jetzt haben wir mal Spaß beiseite. Rettungscrew, mach uns bereit für die Reise nach Hause. Verstanden. Wir haben einiges durchgemacht, doch Ende ist es uns gelungen, Captain Olimar zu retten. Mission erfüllt, Let's Play vorbei. Tschüss Freunde, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns bei Pikmin 5. Wer es glaubt. Also, dass Pikmin 5 irgendwann kommen wird, daran glaube ich schon. Mal jetzt, vor allem die Wartezeit zwischen Pikmin 2 und 3 ja sehr lange war, zwar zwischen 3 und 4 auch, aber da wusste man schon eher, dass irgendwas kommen wird. Bei Pikmin 3 war mir ja lange so, kommt noch was oder so, ne? Ach, unsere Wege trennen sich. Ein Abschied. Kann schmerzhaft sein. Auf Wiedersehen, Pikmin! Warte mal, was mit unseren ganzen Sidequests? Hey! Die sind noch hier! Der Weltraum. Unendliche Weiten. Dies sind die Abenteuer von Michael, Ochin und der Rettungscrew gewesen. Pikmin 4 Staff Credits. Tatsächlich reduzieren das durch. Alter Falter Verwalter. Okay. Fazit. Ein kurzes, weil ich glaube nicht, dass das schon vorbei ist. Dafür. Ich meine, auch irgendwie gab es keine richtige Verabschiedung zwischen Olimar und Moss. Die ganze Sidequest können wir noch nicht abschließen. Ich meine, wir werden nochmal zurückkehren können, sicher dafür. Es gibt sicher noch mehr Verstecke noch zu erkunden, allein schon von unseren Zwiebeln. Aber egal. An der Stelle natürlich schon mal ein fettes, fettes Dankeschön an die lieben Entwickler, dass sie halt doch noch Pikmin 4 entwickelt haben. Ich meine, wie bereits vorhin erwähnt, die ganze Pikmin-Reihe. Damals war klar, es gibt Pikmin 1, auch Pikmin 2 kam damals irgendwie 3 Jahre später. Übrigens, beide Spiele gibt es jetzt zu dem Zeitpunkt bereits für die Switch auch als Collector's Edition. Aber dass das natürlich solche Wellen schlägt, dass Olimar und die Pikmin so beliebt sind, sogar bei Super Smash Bros. Dazukommen. Und dann auch in Pikmin 3 und 4, sonst haben wir wieder neue Gedanken gemacht für neue Story. Neue Pikmin-Arten vor allem auch. Ich meine jetzt hier in diesem Teil mit den Eis-Pikmin. Klar, man kann sich auch denken, ne, Eis-Pikmin. Aber es gibt auch Fels-Pikmin und Feuer-Pikmin. Also irgendwo.
Die Logik ist schon längst flöten gegangen. Trotzdem die Idee ist sehr, sehr geil. Auch damit Nachtexpedition immer etwas komplett Neues. Natürlich auch nicht einfach zu sagen, okay, nehmen wir unser Standard-Pikmin mit und werden die einfach ein bisschen ja, aufpushen. Nee, nee, nee. Aber es gibt eine neue Pikmin-Art, die Leuch-Pikmin. Nochmal ein bisschen spezieller sind. Die Höhlen sind zugekehrt aus Pikmin 2. Was eigentlich auch sehr, sehr geil ist. Für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr gestreckt zum Teil. Das fand ich aber schon damals bei Pikmin 2 so. Da ist ihr natürlich ein bisschen anderer Meinung. Die ganzen Sidequests, da ist jetzt halt auch im Laufe der Zeit oder dem aktuellen Zeitalter so geschuldet, dass halt so ein Spiel nicht nur eine Story haben muss, sondern auch viele Sidequests. Sehr viele. Kann man mich nicht erinnern, dass Pikmin 1 oder Pikmin 3 mal so viele Sidequests hatten. Nicht mal annähernd so viele. Und ja, eben natürlich auch, dass wir jetzt einen komplett einen Charakter steuern, dass wir Ochin dabei haben. Ochin war ja so ein Punkt, da dachten sich viele von Anfang an, ne, das ist einfach irgendwie ein besseres Pikmin, wofür brauchen wir überhaupt die anderen noch und so. Ich finde mit Ochin, das haben sie auch gut integriert, das funktioniert. Sei es jetzt Ochin als Transportmittel quasi, auch wenn es doof klingt. Oder auch eben, dass man ihn im Kampf einsetzen kann. Dass man ja mit einem halt über Wasser laufen kann, beziehungsweise schwimmen kann natürlich, also Pikmin so transportieren kann. Andererseits gibt es auch Orte, wo Ochin nicht hin kann, wo nur die Pikmin hin können. Das finde ich, das hat man sehr, sehr gut gelöst. Und ja, Pikmin 4 ist wirklich ein Spiel, was mir sehr, sehr großen Spaß macht, bis zum Zeitpunkt natürlich. Das ist nicht der fucking Ernst, Louis ist noch hier. Nein, der ist hier. Ach, Louis. Olimar und Louis. Ja. Oh, Moss ist auch da. Was natürlich ein bisschen schade finde, also bisher zumindest, wir hatten jetzt 4 Pikmin-Teile und Olimar war ja der Protagonist aus dem ersten Teil, Louis kam im zweiten Teil dazu. Im dritten und vierten Teil waren beide auch wieder vertreten, sag ich jetzt mal. Auch in Bezug der Story. Louis bis jetzt zwar weniger, bei Pikmin 3 war es mehr. Aber die Charaktere von Pikmin 3, also Charlie und seine Crew, also Charlie, Britta, der dritte. Ein kleiner Knirps. Weiß gar den Namen nicht mehr. Von denen haben wir bis jetzt noch gar nichts gehört. Ich meine, es muss natürlich nicht sein, jetzt ein neues Pikmin-Spiel, es kann ja komplett neue Dinge haben, das ist ganz klar. Aber trotzdem hätte es irgendwie noch cool gefunden, wenn man einen Hinweis bekommen hätte oder würde. Jetzt für die nächsten paar Spielstunden. Ansonsten, wie es natürlich gehabt für ein Pikmin-Spiel, ist es nicht so wahnsinnig groß im Vergleich zu anderen Spielen. Wenn zum Beispiel so ein Zelda-Spiel oder so. Aber trotzdem im Vergleich zu anderen Pikmin-Spielen doch. Hat einen guten Umfang, bisher wohlgemerkt. Da ich weiß nicht, wie viel haben wir jetzt wirklich im Endeffekt? Vielleicht 50, 60, 70% vom ganzen Spiel? Das ist meine Vermutung. Mehr würde mich überraschen tatsächlich. Also, keine Ahnung, vielleicht gibt es dem Ganzen noch irgendwie 2-3 Welten, wo man eben auch ein paar Zwiebeln noch findet. Das wird noch ein bisschen um Louis gehen. Dass Olli mal so sagt von wegen, oh, ich habe jemanden vergessen, Louis ist auch noch auf dem Planeten. Oder kommt so nach Hogetheden, der Präsident sagt ihm so von wegen, ah, Louis ist übrigens auch da. Und Olli mal so, was? Oh ne, ich muss ihn retten. Ah, Louis, der den ganzen Tag am Fressen ist, wa? Naja. Was, ein anderer Punkt, der kann man so oder so sehen, halt ein bisschen Schwierigkeit wegnimmt, ist das mit der, ja, mit den Rationen. Das war bei Pikmin 1 zum Beispiel so, natürlich war es so, vor allem natürlich bei Pikmin 3, war es so halt, dass du dich ja auch ernähren musstest. Und jetzt ist es eigentlich so, dass wir für die Früchte, die wir so bekommen, kriegen wir Glycerium, damit wir unser Raumschiff verbessern können, damit es weiter fliegen kann. Das quasi auch ein bisschen reparieren kann. Das war früher ja anders. Da haben wir es ja halt zu Smoothies oder halt zu Vorräten umgewandelt. Weil wir ja auch von Tag zu Tag. Und Michael, ja, vielen Dank. Vielen Dank, Nintendo, liebe Entwickler. Dass man halt von Tag zu Tag so überleben musste. Es war ein Überlebenskampf und den hast du halt bei Pikmin 4 nicht mehr. Du kannst den im Prinzip unendlich lange Zeit lassen. Das ist so ein Punkt, den kann man so oder so sehen. Ich meine, es ist gemütlicher so zu zocken. Aber verstehe auch diejenigen, die sagen, das ist viel zu einfach geworden. Verstehe ich dann auch. So, Rettungsbericht. Ach du Scheiße, habe ich viele Pikmin verloren.
Viel Glycerium, 20.000 Rettungen, ja, da wären noch ein paar. Rohmaterial, Lexika-Einträge. Schatzkatalog. Oh, so viele sind es gar nicht mehr, die fehlen. Fortschritt, 100%. Zwei Dinger fehlen noch, ja, da wissen wir ja. Okay. Maximum 90. Bis anhin ist nicht so schlecht, ja, da kann man natürlich noch ein bisschen verbessern. Vielleicht. Spiel. Gib Bescheid. Stopp! Ich wollte den Flug abbrechen, sofort! In Deutschland stimmt etwas nicht. Die Schwanzspitze. Was kann denn das nur sein? Eine Raumkrankheit? Nee, das macht ja schon sehr viel mehr, wenn es einen Rettungshund so zusetzt. Das muss eine Erklärung geben. Seit der Shepard ihren Flug unterbrochen hat, scheint es Ochins Symptome nicht weiter zu verschlimmern. Wir müssen den Planeten zurückkehren, und zwar sofort. Ich habe Louis vergessen, scheiße. Captain Olimar, was geht dir hier vor? Das erkläre ich später. Zuerst müssen wir umdrehen und zum Planeten zurückkehren. Schnell! Hat Oli mal seine Zahnbürste vergessen? Scherz beiseite. Ich nehme an, es geht um Ochin. Aber warum war er zu lange auf dem Planeten und deswegen braucht er jetzt die Erdatmosphäre, um zu überleben quasi, oder wie, oder was? Weil er hat ein Blatt, wie eben die Pikmin oder auch wie die Laublinge. Die Pikmin können ja auch nicht mit uns mitkommen. Ja, wenn Sie uns das jetzt vielleicht erklären könnten, Captain Olimar. Sehen Sie nur. Ochin scheint es wieder besser zu gehen. Ich denke, dass dieser Blatt die Ursache seines Zustands ist. Bevor die Rettungsschuhe auf mein Notsignal hierher kam, habe ich selbst versucht, diesen Planeten zu verlassen. In einem unbearbeiteten Moment hatte sich Moss in Laderaum versteckt. Und ihr ging es genauso wie Ochin. Ich habe mich sofort umgekehrt und habe prompt wieder einen Bruchlandung verursacht. Ja, scheiße. Ich weiß nicht warum, aber Organismen, die in Blätter gewachsen sind, können diesen Planeten wohl nicht verlassen. Also jetzt, sie haben irgendwie eine Metamorphose durchgemacht, wodurch sie keinen Sauerstoff mehr braucht, sondern Chlorophyll oder so. Also Chlorophyll, Quatsch, Kohlenstoff. Also quasi die, das, was Bäume ja machen, damit wir Menschen überhaupt Sauerstoff haben in der Luft, Wir brauchen ja Sauerstoff, also Luft, und das, was der Anteil da halt nicht Luft ist, den pusten wir quasi, atmen wir da aus. Und Bäume, Pflanzen, die ganze Natur macht das ja umgekehrt. Photosynthese heißt das Ganze, nennt sich das Ganze, ja. Und das gibt es doch nicht. Spanel, was ist mit deiner Medizin? Da kann man damit ja auch Ochin heilen. Tja, ich habe ein kleines Experiment gemacht und Ochin auch eine Dose gegeben, als ich Captain Olimar geheilt habe. Doch leider ist es keine Wirkung. Was machen wir denn jetzt? Sidequests machen. Achso, die Option gibt es ja gar nicht. Der Ochin hilft natürlich. Ochin ist mein Best Buddy. Hast nicht im Stich. Ja, genau. Das Eltern nachher von der Rettungsschule den Zerall empfangen. Okay. In der Atmosphäre des Planeten waren wir wohl außer Reichweite. Also, worum geht es denn? Wir wurden gebeten, alle auf diesem Planeten gestrandeten zu retten. Es wurde auch eine Liste gesendet. Hier. Du, ein paar haben wir schon. Eine lange Liste. Louis auch. Nein, wieso ist Louis? Ich dachte, das wäre ein Scherz. Oh, ich kenne diese Kopayanerin. Nelly. Ich meine, von ihr gehört schon mal. Egal. Nelly ist nicht die einzige auf der Liste von Kopai stammt, sie war wohl mit einem Kollegen hier. Das könnte schon sein.
Den Kobayanern begehen zu sein. Kobaya, mein Lord. Was? Okay. Und dann müssen wir unsere Database und unseren Suchrad noch einmal erweitern. Ne? Das bedeutet noch mehr Glycerium. Ich glaube, ich habe genug Glycerium für die ganze Welt, um ehrlich zu sein. Was? Hey, ach, Colin. Sehr gute Arbeit. Die technischen Details sind ja. Die ist alles egal, ich weiß. Na ja, gut, jetzt kümmern wir uns zwar darum, weiter der Gestrandete zu finden, aber was Ochin betrifft, haben wir noch keine Ahnung. Heilung für Ochin! Nene ist eine bekannte Tierärztin. Ah, okay, gut. Geht es doch darum, vor allem sie zu finden. Rettungsmission, Tag 33. Weggemacht. Krasser, wenn das bereits Nelly wäre. Aber sehr unrealistisch. Malti, Flukuai. Oder Flukei, Flukuei. Ein neuen Labeling abgeschlossen, sehr gut. Ich möchte etwas mit Ihnen besprechen. Kommen Sie doch später mal vorbei, ja? Natürlich. Wo bist du, Olimar? Beim Schiff, ist klar. Hallo, Captain Olimar. Wie geht's dir stets? Olimars Tagebuch? Oh, da sind sie ja. Kann ich Ihnen gerne etwas erzählen? Oh, richtig. Wenn ich sagen wollte. Kann er sicher auch Moss Spezialfertigkeit lernen. Ich habe sie was Schlucken genannt. Machen wir die Pikmin, okay. Krass. Und immer das Tagebuch. Hm. Aha, da kann ich also quasi eine Sidequest mit Olimar starten. Okay, okay, eventuell eine Variante. Machen wir ja später, Freunde. Ich würde gerne erstmal nochmal eine Tagesmission, eine Nachtexpedition durchführen. Dann hätten wir nachher, glaube ich, 9 Punkte für Ochin, das wäre schon mal etwas. Aber erstmal, also vorher besser gesagt, mal ganz kurz gucken, welche Gebiete ich jetzt eigentlich ansteuern kann. Garten der Giganten. Ich nur ein Gebiet, das ich finden kann. Schätze, sind plötzlich weniger als hier, hä? Gerettet. Oh, jetzt sehe ich zumindest, wie viele es überhaupt noch gibt. Krass. Sehe vielleicht irgendwann auch mal die Gesamtanzahl der Zwiebel. Wäre mal cool. Was haben wir so hier? Noch 2 Gerettete, noch 13 Schätze. Ja, da könnten in einer Höhle drin sein. 2 Gerettete und 29 Schätze. Da wissen wir, also es gibt nur noch eine Höhle, die muss da drin sein. Und hier insgesamt 8 Gerettete haben nicht ganz viele Schätze. Interessant, vielleicht wenn das Gebiet auch kleiner. Könnte sein. Gut. Darum kümmern wir uns aber nächste Folge. Leute, ich will jetzt erstmal nochmal nach der Expedition machen. Ja, nicht Helm versteckt, aber jetzt keinen Bock mehr drauf. Oh, das hier. Ja, da ist viel besser. Puh. Wobei, wenn ich natürlich Pech habe, ist das so ein Ding, wo ich nur ein Leuchtbaut. Na, wie auch immer. Nur einen davon habe zum Beschützen. Baut er tagsüber etwas, kann das Nachtexpedition erleichtern? Aha, ja, gut, macht Sinn, stimmt. Wie viel habe ich Bauten? Nur ein, hä? Wie zu erwarten war. Gut. Beschützen Ochin. Dann mache ich mir nämlich hier auf den Weg.
So, jetzt kommen sie. Kopien gehen noch nicht los, okay. Der Helm versteckt mir im Direkt, hey, ist wesentlich schwieriger als hier. Die Leuchtbauten angreifen, natürlich nicht ganz so geil, das stimmt schon. Ich mach immer mehr. So, Rotschin schafft das, das ist sehr gut. Und die kümmere ich natürlich jetzt im Kanon quasi. Und Kugelblitz, Torpedo! Naja. Na, doch, okay. Kommt nur, mach euch alle platt. Otschin, auf sie! Kugelblitz, Torpedo! Die machen wesentlich hier, wesentlich mehr Schaden hier als noch im Heldenversteck. Also vor allem auch der gute Otschin. Gar kein Problem, Freunde, gar kein Problem. Achso, das ist schon. Hä, waren noch irgendwie 3 Sekunden noch übrig, wenn ich inzwischen alle Kreaturen besiegt habe. So, ich hätte zwar gesagt, dass wir nochmal irgendwie jetzt eine Mission machen, damit wir auch mal ein bisschen Saft übrig haben, dann sind wir wieder bei 40 Minuten. Geht halt schnell vorbei, ne? Ja komm, es fehlen noch ein paar, was heißt ein paar, es sind noch sehr viele. Gestrandete, die wir nach innen wieder, beziehungsweise auch die als Laublinge wurden, die wir halt dann wieder zurückwandeln müssen. Lässt sich halt nicht ändern, wa? Da ist halt bloß einer, mein Gott. Bitte ist nix.
Dann für Ocean 8 Monetationspunkte, natürlich auch schön. Ey, das ist eine Expedition, war ja eine gute Arbeit, ne? Nein, Digo, lass das. Oh, tut mir leid, Michael, du musst weggenickt sein. Er träumt von Digo? Hey, du wirst jetzt immer verschlafen, wa? Keinesfalls. Du hast meine Funksprüche klar und deutlich, oder Michael? Heckebo? Und ich kann es vertreiben. Oh, sollte ich vielleicht etwas trinken, das so eine Farbe hatte. Trink's nicht. Heilung für Ocean, Hilfe für die Gestrandeten. Es fehlen noch 22. Wir haben gesehen, einer von diesen noch Louis. Das wird auch ein Spaß. Was aber trotzdem machen könnte. Ja, genau, jetzt wird er zurückgewandelt. Mickey! Hardy! Hardy, Hardy! Howdy, Hardy! Guten Morgen! Nicht mehr verlassen. Ja, wir müssen. Ja, ich weiß ja. Wir müssen Nelly finden. Okay. Freunde, in diesem Part gehen wir in ein neues Gebiet. Beschlossene Sache. Also, bevor noch machen will, ist noch ganz kurz gucken, ob es irgendwas Neues gäbe. Den hier zum Beispiel. Okay, jetzt schwöre ich, dass ich irgendwie was Neues freigeschaltet habe. Du kannst nun wie ein Laubling aussehen. Geil, wa? Nö. Will ich nicht. Okay, der hat auch nichts. Man kann dann eh nichts streamen, ne? Über passiert? Also kein Like oder so? Nee, ich habe kein Like. Captain Olima und seine Tagebücher. Okay. Ich bin Shiba, ich bin Studentin. Dankeschön, ich bin Kaya. Das Schiff hat eine Fehlfunktion. Tja, ist scheiße, aber ist halt so. Ja. Ich heiße Kish. Sieht auch so aus. Manu, wo dann nicht mit Bemühungen? Freunde oder Pikmin! Geil, weiter Sidequest. Lass viele, viele Pikmin wachsen. Ah, 300 nochmal. Wachse, wachse, kleine Pikmin. Hardy! Brenner, den Piloten, ich bin Hardy! Ich bin Hardy der Howdy oder Howdy der Hardy, wie auch immer. Brenner, jetzt haben wir eine Belohnung. Danke. Halt 12 Laublinge. Mir fehlen noch 2. Geil. Dankeschön. Ocean, hat er was Neues? Also Neues, Altes besser gesagt. Ich würde sagen, nehmen wir mal den Mega-Hubs. Gerade für Nachtmissionen, denke ich mal, ist das gar nicht mal so doof. So, dann müsste Ocean jetzt eigentlich schon die volle Power haben, ne? Hoffen wir zumindest mal. Graben 3, können wir das noch abschließen hier? Okay, wir haben noch heilen und pflücken, ne? Megasprint, ja, sind solche Dinge. Wobei, Kreaturen betäuben wäre eigentlich schon geil. Was machen wir? Pflücken eben auch eigentlich noch nicht. Heilen, ja, manchmal wäre es zwar cool, muss er zugeben. Und ist auch schneller. Ja, eben manchmal wäre es cool. Aber ich glaube, den nächsten investiert von dem Megasprinter. Wenn wir jetzt mal gucken: 4, 8, 12. Das 3 sind 15. Plus 9, 24. Und noch 1, 23.
Motivationspunkte bräuchten wir noch, aber stimmt, uns sind ungefähr 23 zum Retten, aber andererseits kriegen wir für jeden Geretteten einmal einen Motivationspunkt, aber andererseits kriegen wir nochmal einen Motivationspunkt, wenn wir diesen Geretteten ja auch zurückverwandeln. Oder irgendwie einen Saft davon kriegen oder so, je nachdem, zurückverwandeln zu können. Also sprich, wir hätten sogar 46 Punkte am Schluss, wenn wir wirklich alles gemacht haben. Also, ja, fast eigentlich die Hälfte zu viel. Es sei natürlich auch schon wieder komplett falsch zusammengerechnet und es fehlt gar nicht mehr so viel, kann natürlich auch sein. Wäre zwar irgendwie schön, ne? Hab ich irgendwo Status gerettet. Ja gut, das ist Das ist zwar schön, aber war jetzt nicht das, was ich eigentlich wollte. Es sind insgesamt 43 Strandete. Wobei, es sind bloß 21. Das sind ja so, wie wir gerechnet haben, noch ein paar Punkte mehr. Okay. Also hier noch alles. Da gibt es noch viel zu tun. Aber schon viel geschafft. Ganz kurz Revue passieren lassen. Fähigkeiten von Ocean lernen, sind wir dabei. Hilfsmittel, okay, das dauert noch ein bisschen. Fernsehcrew, noch zwei Stück. 15 Höhlen, ja gut. Hey? Duck. Wo ist denn der? Dick, Duck, Duck. Bist du Duck? Nee, das ist dann Dore, Fuzzi. Nee, ich hab keinen Bock drauf. Ah, hier ist er. Palarore. Jetzt 20. Oder was? Erkunde alle Höhlen. Oh. Wie kann das sein? Das Doppelte? Also bei den beiden letzten Gebieten, wo wir schon waren und die uns eigentlich für die 100% noch fehlen, sind es ja jeweils eine Höhle noch. So. Also vielleicht sind es insgesamt vielleicht 25 oder so. Da sind wir noch 10 fehlen. Vielleicht. Wer weiß, wer weiß. Freunde, ist auch egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier zurück bei Pikmin 4. Dann auf der Suche nach der Tierärztin. Wir werden natürlich auch irgendwelche Informationen noch über Louis kriegen. Muss man noch überlegen, wann wir uns um Louis, sag ich schon, um Olimas Tagebuch kümmern, ne? Vielleicht mal so ein bisschen dazwischen oder so, wäre eine Variante. Also quasi jetzt jedes Gebiet nochmal ein bisschen so angehen, dann schon für die Hauptstory. Und wenn es ums Komplettieren geht, für die 100%, also dann vorher vielleicht mal Olimas Tagebuch noch machen. Und dass wir dann das sonst so in der Art und Weise mal abschließen können, das Spiel. Aber eben eigentlich, wenn wir es aber in den Credits gesehen haben, ist das Spiel insofern durch, weil wir Olimar geredet haben. Aber das ist ja nur der erste Teil, ne? Denn jetzt beginnt das Spiel erst richtig. Na, wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Zurück bei Pikmin 4 auf der Suche nach Nelly, der Tierärztin. Bye, bye.